Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play At the Seventh Creed Black Flag. Wir befinden uns hier auf Kingston, in Kingston besser gesagt. Und ich habe bereits diesen Punkt hier eingenommen und ein bisschen was eingesammelt. Einfach nur, weil ich gerade eine Pause wegen Hochladen gemacht habe. Und nun geht's weiter. Also ich habe nicht viel gemacht. Also ich muss meinen Sound wieder ein bisschen leiser stellen, sonst irritiert mich wieder die Gespräche von außerhalb des Spiels. Und das wollen wir ja nicht, ne? So, soweit ich mich erinnert habe, war aber eigentlich hier keine Quest. Mysteriös. Wir haben hier übrigens wieder verschiedene Quests, die wir auch machen werden, wie zum Beispiel den Templerjagd. Assassinenauftrag geht ja recht schnell, brauchen wir nur zu aktivieren und wenn wir in der Nähe sind, dann freuen wir uns einen Keks. Und was zum Teufel ist hier los? Interesting, Freunde. Ich weiß es nicht. Und huch. Was ist denn da? Könnte es auch noch zur Insel? Es ist ja interessant, das ist eine große Insel. Nice. Ja, ist auch eine große Insel. So, wir gucken uns hier nochmal kurz ein bisschen um. Das hier ist aber die größte Insel. Naja. Sprechen wir mal mit unserem Kollegen Adieu. Ich mag den Namen. So läuft das ab. Torres trifft sich mit Prinz, bringt einen Teil des Lösegelds mit und sagt, dass der Rest bald folgt. Wenn wir den Weisen sehen, kommst du mit dem Rest des Goldes, tauschst es ein und haust ab. Und ich beobachte dich dabei. Nein, Kenway, spiel diese Intrige allein und riskiere das Vertrauen deiner Crew. Es macht mich krank, dass du mit diesem Sklavenhändler verhandelst. Komm schon, Mann. Wenn wir den Weisen haben, sind wir alle reich. Nicht, wenn Master Kit ihn zuerst erreicht. Kit? Mein Gott. Der Knabe will ihn töten. Edward! Was zum Teufel machst du hier? Ich folge diesen Männern zum Weisen. Kannst du dich beherrschen, bis er erscheint? Der Weise ist hier? Ei, und Prinz wird uns direkt zu ihm führen. Nun gut, bei Gott. Ich halte meine Klinge im Zaum, aber nicht für lang. Also ich muss sagen, das Argument, dass er ein Bursche ist und deswegen die Stimme hat, das ist ein... Das kannst du mir nicht sagen, Dude. Das sieht aus wie eine reife Frau. Shit. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Wieso ist da ein Freund von uns? Ach so. Wie bist du denn da reingekommen? Lol. Ha, ich bin gut. Guckt euch an, wie ich mich reingeschlichen habe. Wie lange ist das Treffen schon her, Senor Prinz? Ein Jahr? Ja, 18 Monate. Von diesem Roberts hörte ich zum ersten Mal im November 1715. Ich spreche mit euch. Hallo, wie geht's? Ah, war ja klar, dass sie sich umdreht. Beckfords feinem Gold, ja? Hi, eine lange Tour nach Charlestown, Plymouth, Guinea und wieder zurück. Seitdem hat sich vieles verändert. Niemand nennt mich mehr Gouverneur zum Beispiel. Ich gab den Posten letztes Jahr auf. Du kannst es nicht lassen, oder? Das war mir unbekannt. Zu stecken, die du nicht verstehst. Lass mich doch. Ich will Geld verdienen, Dude. Oder Vibe. Je nachdem, was jetzt wirklich stimmt. Sehr viele Kirchen in Kingston. Haben die Engländer jetzt begonnen, ihre Sklaven zum Glauben zu bekehren? Bekehren? Gott weiß, Torres. Niemand hier könnte so töten. Töricht? Wie meint ihr das? Ihr habt mich nicht gesehen. Nein, geht weiter. Geht. Okay, ich kann sie noch sehen. Alles ist gut. Aber ich habe ihr Gespräch quasi abgebrochen. Wieso sind hier so viele rote Bereiche? Was soll denn das? Und dann das eine gehen sie jetzt rein, ne? Bullshit. Oh, bitte geht nicht geradeaus durch. Oh, warum tut ihr mir das an? Bleib an deinem Platz, Sklave! Und stell dich deiner Strafe wie ein Mann! Jetzt soll ich ein Mann sein, wo ihr genau das 30 Jahre lang bestritten habt? Ich finde das abstoßend, Prinz. Ich glaube, alle denkenden und fühlenden Menschen verdienen Respekt und Perspektive. Ach, ihr Spanier.
Euer Kontakt zu den Mooren hat euer Blut verdünnt und die Herzen verweichlicht. Es bedeutet nicht, dass ich an die natürliche Gleichheit aller Rassen und Geschlechter glaube. Sicher sollten Männer mit Talent und Verstand stets führen. Doch mit der Praxis der Sklaverei wird kein wahrer Gewinn erzielt. Auf kurze Sicht verdient man damit Geld, sieh. Doch langfristig macht uns das zu Opfern unseres eigenen Erfolges. Ah, doch ihr und ich, Sir. Alt wie wir sind, werden wir diesen traurigen Tag nicht mehr erleben. Warum die Mühe? Oi, stand still. Niemals. Oh, fuck. Jetzt muss ich auch noch kämpfen. Fuck it. Nein, nicht noch mehr, bitte nicht. Ich hab sie kurz gesehen. Okay. Muss mich nur kurz verstecken. Something the matter, sir. Aus Anstand, wenn sonst nichts. Anstand? Torres, ich vergeude meinen Tag nicht damit, über Sklaven und ihre armseligen Leben zu reden. Lasst uns unser Geschäft abschließen und dann gemeinsam als Freunde feiern. Mann, müsst ihr durch diese roten Bereiche stolzieren? Das ist Kacke. Ich hasse euch. Ganz ehrlich, ich hätte euer Kind euch töten lassen sollen. Soll ich auch noch belauschen? Stimmen die Geschichten über euch, Senor? Ihr wart der Gouverneur von Florida? Sieh, sieh. Ich bin einer von vielen Staatsdienern meiner Familie. Eine lange Reihe von Politikern. Ich habe oft mit dem Gedanken gespielt, in die Politik zu gehen. Doch ich denke, dafür habe ich viel zu viel Geld und viel zu wenig Zeit. Eine Sekunde. Scharfschützen töten. Ach, verdammt! Ich hab's vergessen! Durch Rauchbomben verwirrte Wachen töten. Ja gut, das haben wir alles nicht gemacht. Apropos Geschichten, Prinz. Man erzählt sich, ihr wart bei Henry Morgans Überfall auf Panama dabei. 1671, korrekt? Ich laufe hier nur durchs Haus. Oh, das stimmt, ja. Doch lasst uns die Ehre, die auf dem Schlachtfeld errungen wird, nicht überbewerten. Dieses Scharmützel war verlustreich und eine Verschwendung von Geld und Ressourcen. Erst viele Jahre später hängte ich das Schwert an den Nagel, um mich einem sicheren und doch profitableren Unterfangen zu widmen. Kapital und Rohstoffe. Da steckt das richtige Geld drin. Und Senor, ich sage euch, gekaufte Ehre ist viel erfreulicher als erkämpfte. Bin auch nicht so nachhaltig. Ich werde des Laufens müde. Sind wir bald da? Ich hoffe doch. Ja, gleich hier. Wir müssen uns auf Augenhöhe begegnen. Ich traue dem Templer nicht mehr, als ihr mir traut. Nun hätte ich gewusst, wie sprunghaft ihr seid. Ich hätte euch Blumen mitgebracht. Ach, warum tue ich mir das an? Wegen des Geldes, schätze ich. Wegen des vielen, vielen Geldes. Könnt ihr das jetzt mal langsam mal beenden? Ihr sagt, ihr kamt alleine, Torres. Nicht allein, aber sicher ohne Begleitung. Ich reiste an Bord einer britischen Handelsbrig. Natürlich. Ah. Einer ehemaligen. Es ist soweit. Nein. Nicht, bis wir den Weisen sehen. Hier ist ein ruhiger Ort. Ich will das Geld sehen. Es ist nur ein Vorschuss auf das Lösegeld. Der Rest kommt in Kürze. Es schmerzt mich, einen Mann meiner eigenen Rasse zu verkaufen, Senor Torres. Sag mir bitte, was hat dieser Roberts getan, um euch zu verärgern? Ist das Ausdruck protestantischer Pietät, mit der ich nicht vertraut bin? Vielleicht ein andermal. Was? Hm? Nächstes Mal. Sorgt dafür, dass man euch nicht folgt. Erledigt das! Bitte was?
Ah, Kid, ey. Du mit deinem weiblichen Kopf. Den sieht man doch überall. Na gut. Du hast es versaut, Kenway. Ich? Das war dein Kopf. Warte, was muss ich alles noch machen? Könnte ich das vielleicht noch schaffen mit den Scharfschützen? Brauchen wir eine Rauchbomben. Rauchbomben. Nur bitte nicht schlagen. Rauchbomben. So. Sorry, Kid, aber es ist für meine Mission. Ich hol mir diesen Prinz. Kid, nein! Jim, halt! Jim? Diesmal nicht, Kenway. Jimine, meinst du? Jimine ist richtig! Und ich muss noch Scharfschützen und Rauchbomben und so. Das gemeinsam machen. Ah, ich muss Kid fangen, achso. Oh. Hier ist natürlich was anderes. Arschloch! Tu es nicht, Kid! Ich glaube, ich kann die nicht bekommen. Sie! Verdammt, es verwirrt mich selber. Jim, halt! Was machst du denn, Kenway? Ich hab ihn gleich. Sie! Schabracke, nimm deine Drecksfinger von mir! Du darfst diese Männer nicht töten, Kid. Nicht, bis ich den Weißen habe. Ich habe das Schwein eine Woche lang verfolgt, rund um die Uhr. Hier finde ich nicht eines, sondern zwei meiner Ziele und du beraubst mich beider. Hab Geduld, Mann. Du kriegst sie schon. Wenn ich den Weißen finde, hilfst du mir bei Prinz. Verstanden? Naja, Mission fail. Ja, komm. Blendet es mir in Rot ein. Ihr sollt es mir ins Gesicht drücken. Ins Gesicht drücken, damit ich hier sehen kann. Verdammt. Eines wunderschönen Tages. Oh, was habe ich euch getan? Ich habe euch gar nichts... Was? Ich habe ja meine Mission beendet. Sind wir schuld, dass ihr jetzt tot seid? Ich hab denen gar nichts getan. Warum stehst du hier eigentlich rum? Seltsam. Der hat einfach zugeguckt, wie seine Freunde abgeschlachtet wurden. Wo müssen wir jetzt hin? Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns hier an der Ecke und widmen wir uns. Oh. Dem hier. Ja komm, wir machen mal so einen Assassinenauftrag zwischendurch. Dann muss ich nicht mal schneiden, weil wir direkt in der Nähe sind. Und das ist bestens. Zack, dich nehme ich mal mit. Warum? Weil ich es kann. So. Die Waffenschmuggler nicht in Kämpfe verwickeln lassen. Aha. Also wie immer. Gut, das ist interessant. Tschüss. Ist sogar hier in der Nähe. Nice. Wenn alles perfekt funktioniert. Okay, ich darf mich nicht in Kämpfe verwickeln lassen. Wo ist hier denn... Ach, der Pirat hier, ja? Ich meine... Ach, den kann ich auch noch so besiegen, ne? Man kann uns sehen. Beeilt euch, verstanden? Was denn? Ich war... Diese scheiß Wäscheleine, ich dreh durch. Oh, das war er. Nein, tu's nicht. So. Super. Klasse. Einfach grandios. Das war das Beste, was ich jemals gemacht habe. Ich hab's nicht nur verkackt. Soll ich das nochmal machen? Ich habe auch noch direkt den Typen getötet. Der britische Captain. Okay. Also versuchen wir das. Vielleicht habe ich da ein bisschen mehr Glück. Ich hätte ihn einfach zum Schlafen bringen sollen. Was soll's? Was tue ich da eigentlich gerade?
Englands Kingston wird davon erfahren, bevor der Tag um ist. Jawohl, er ist ein elender Quacksalber. Er verkauft wirkungslose Medizin zu schamlosen Wucherpreisen. Nein, Sir. Ich verkaufe ausschließlich bewährte Heilkräuter. Frisch aus dem Dschungel. Ei, und ohne ausdrückliche Genehmigung des Gouverneurs. Merkt euch dieses Gesicht. Hütet euch vor dem Mann, der seine Befugnisse überschreitet. Lasst euch das eine Lektion sein. Es gibt hier kein Frei... Easy. Fertig. Ah, schön. Ich liebe das Ding. Guckt's euch an. Der wird sich entweder selber töten oder dann später umfallen. Das ist zu einfach. Das ist einfach zu einfach. Ja, puh, fertig. Easy. Hey, guck nicht. Hör auf zu gucken. Oh. Ach verdammt, das ist doch nicht dein Ernst. Ach, der will zum Scharfschützen da oben. Jetzt hält ihn die Tussi auf. Was? Ich hab gar nichts gemacht. Ich stand hier nur und hab geguckt, was der Sniper so macht. Hm. Wieso hast du keine Waffen? Lebt der Sniper noch? Lebt der etwa noch? Nee, der ist umgefallen. Okay, sah nur so aus. So, wir gucken uns mal kurz an, wo uns das hinführt. Wenn es zu weit weg ist, machen wir die Hauptmission. Ich meine, schlussendlich kommen wir sowieso daran vorbei, ganz ehrlich. Und zur Not, bevor wir die Insel wirklich verlassen müssen, werde ich den Auftrag machen. So easy. So, es ist, ich will aber nicht zurücklaufen. Das ist mir zu weit zurück. Wir gehen zur Hauptmission. Bin ich extra hergelaufen, um wieder zurückzulaufen. So, was ist eigentlich jetzt mit dem Prinzen? Wir haben ihn ja nicht im Auge. Da kann er jederzeit sich verpissen, oder nicht? Wie? Ich wollte schon sagen, wie komme ich jetzt hoch? Irgendwie ist das komisch. Canon Ray scheint sich nicht dafür zu interessieren, wie es mit dem Prinzen weitergeht. Vielleicht verfolgt auch einer der Crewmitglieder ihn. Also ich hätte ihn schon längst getötet und gesagt, ja, ist mir scheißegal. Ich hätte mir sein Gold genommen. Treffen wir uns doch in einem Pub. Ich kam nach Kingston, um ein Ziel zu finden. Saufgelage haben keine Priorität. Wir könnten zusammenarbeiten, weißt du? Du willst Laurens Prinz erwischen und ich seinen Gefangenen. Wir suchen den Weisen ebenfalls, Edward. Leg dich nicht mit uns an. Möge der bessere Mann gewinnen. Wachen patrouillieren über den gesamten Besitz. Sie benutzen Glocken, um Ärger anzuzeigen. Siehst du da? Wir sollten sie unbrauchbar machen, bevor wir fortfahren. Bei so vielen Männern hier hilft uns Heimlichkeit allein nicht weiter, also tue ich, was ich kann, um sie abzulenken. Dann hast du eine Chance, sie auszuschalten. Warum schneidest du dir die in den Finger? Du heißt nicht James, oder? Meistens nicht. Komm mit. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Ja, das schaut ihr blöd, ne? Die alle, die glaubten, dass es ein Kerl ist. Höchstwahrscheinlich 1% der Menschheit. Ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass irgendeiner von euch geglaubt hat, dass das ein Kerl ist. Aber die Zeichen waren offensichtlich, dass es kein Kerl ist. Okay, zweiter Versuch, den Heuballen zu treffen. Geht doch. So, mit Berserkerpfeilen auf Grobianen schießen. Und mit Schlafpfeilen auf Scharfschützen. Schlafpfeile auf Scharfschütze, ne? Wenn du Prinz vor mir siehst, töte ihn. Dann ist sogar etwas Geld für dich drin. Abgemacht? Verdammt, Mann.
Wie kommt's, dass du eine Frau bist? Okay, Berserker Fail. Mein Gott, ist er wohl auf? Ist entkommen, habe ich gehört. Prinz ist auch nicht sehr erfreut. Das war knapp. Ich hoffe, du warst ein Grobian. Zählt das schon? Ja. So, ich hab sie beide. Jetzt sind nur Scharfschützen. Alter! Nein, 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 nein! Geh doch schneller! Das ist doch nicht dein Ernst, Mann! Ihr seid scheiße! Ihr seid einfach scheiße! Warum? Ihr seid doch kacke, ganz ehrlich. Ja, komm. Bist du ein Scharfschütze? Nee. Alles gut. So eine Scheiße aber auch. Ich fühle mich echt so ein bisschen verarscht. Scharfschütze ist nach oben. Gut, perfekt. Da sind zwei Scharfschützen. Das ist ideal. So, schlafen. Bleib doch stehen, Dude. Fall runter. Komm schon. Verdammt. Wo ist dein Kollege? Ja, ich hab sie beide eingeschläfert. Mehr will ich gar nicht. Es ist mir ehrlich gesagt egal. Wobei, der steht jetzt mittlerweile wieder, ne? Was denn? Wie denn? Oh, das ist auch... Der Typ mit dem Berserkerpfeil. Ich dreh durch. Läuft momentan nicht, ne? Läuft so ganz und gar nicht. So, jetzt laufen wir nach oben, töten die Viechers hier. Achso, oh, sorry. Jeha! Surprise! So, kann ich hier wo runterspringen? Ist das möglich? Ach, komm schon. Ein Busch oder so. Ha! Wir müssen warten. Bis unser Opfer ganz in der Nähe ist. Guck, guck. Hinter die... Alter, kannst du dich erkennen, wo er Pfiff herkommt, oder was? Ich pfeif dir gleich ein. Komm mal her. So. Aber jetzt kann ich weiter heimlich machen. Ich liebe es, heimlich zu arbeiten. Okay. Dem Typen im Brunnen können wir easy... Oh, können wir alle easy wegklatschen, Alter. Was ist denn los? So. Oh, komm bitte in meine Richtung. Oh, das geht auch. Wo bin ich? Verwirrung. Würdest du weggucken? Dankeschön. Ja, die Alarmglocke ist kaputt, Alter. Naja, egal. Fehlt nur eine Alarmglocke. Und dann haben wir sie. So, hat keiner mitbekommen. Aber wir sind immer noch in Gefahr. Nee, sind wir nicht. Da hinten ist die letzte Alarmglocke.
Ja, dann komm doch her. Los. Prügel dich mit mir. Vielleicht mach dich zum Berserker, Alter. Hey, gucken Sie mal. Da ist etwas in den Busch ist. Ja. So viel zu euch beiden. Dann kümmern wir uns nur noch um den hier. Zack. Oh. Du hast nichts gesehen. Sehr schön. Hallo, ich mach nur mal kurz das Glöckchen ab, ne? Oh Gott. Oh Gott! Alarm! Rouse yourselves, you dullards! Du schlägst kein Alarm, Bursche. So. Jetzt könnt ihr Alarm schlagen, wie ihr wollt. Ist mir egal. James Kidd treffen. Okay, dafür müssen wir nur da hinten hin. Und schon haben wir es geschafft. Halt! Keinen Schritt weiter! Bitte! Ich bin angeschossen! Ich brauche Hilfe! Gott, Thompson, sieh nach ihr, sie ist verletzt! Und zwar schlimm! Ich bin hilflos! Nun gut! Und schwach! Dann nimm meinen Arm! Dann nimm meinen Arm. Ach Gott, ey. Naja. Zumindest sind wir drin. Habt ihr ein paar Schleifpfeile für mich? Könnte ich echt gut gebrauchen. Mr. Prinz meint, ihr sollt die Augen offen halten. Er sagt, hier treiben sich ein paar Unruhestifter herum. Ich geb's weiter. Okay. Du willst bestimmt einen Berserker-Pfeil abhaben. Wie kann das sein, dass ich da nicht durchschießen kann? Haben wir noch mehr optionale Ziele? Nein. Bist du alleine? Da oben ist auch noch einer drin. Der hat Spaß. Okay. So, komme ich hier einfach rein? Das ist keine Tür, also. Alles in Ordnung, Freunde. Es war eine Tür. Ins Glück. So wie ich es sehe, ist es beim Schwertkampf genau wie bei der Liebe. Es kommt nicht darauf an, was du tust. Hey Mann, das ist nicht nett. Tja, dass ihr euch gegenseitig umbringt auch nicht. So. Du, mein Freund, bist übrigens tot. Kann ich von hier aus dich treffen? Nein. Der guckt mich an, der Sack. Aber da habe ich ein Heilmittel gegen. Zu Preis. Dreck. Wie hat er mich so schnell gesehen? Das hast du davon, du Arschloch. Oh. Wir müssen Laurens Prinz aufsuchen, ja? Gut, Freunde, aber den Rest sparen wir uns für morgen auf. Wir sehen uns morgen zu einer neuen Folge wieder und dann erfahren wir, wie es hier weitergeht. Werde ich ihn finden? Werde ich noch 50 Mal entdeckt? Das erfahren wir morgen in einer neuen Folge. Haut rein, euer Zero. Tschüss. Und denkt dran, Freunde, ein Like tut mir und meinem Kanal ganz gut. Bye.